Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen beim 41. Filmfest München, zu dieser für Festivalgänger nachtschlafenden Zeit hier zu sein bei diesem Filmtalk über junge Visionen. Finde ich klasse, dass Sie alle da sind. Wir werden da jetzt ein bisschen drüber reden, wie immer über drei Filme, die bei uns in der Sektion Neues Deutsches Kino ihre Weltpremiere hatten. Und ja, ich will gar nicht viel vorweg sagen. Bitte begrüßen Sie Janis Alexander Kiefer, Jan-Hendrik Lübers und Camilla Guttner. Willkommen. Platz. Während ihr Platz nehmt, schon mal kurz zum Prozedere. Ich werde jetzt jeweils einzeln die drei vorstellen und dann noch mal kurz über den einzelnen Film auch mit der Person dann sprechen, sodass Sie, falls Sie auch den Film nicht gesehen haben, noch einen Eindruck haben, gewinnen können, um was es in diesem Film geht. Und dann machen wir eine gemeinsame Runde am Schluss, wo es dann eben genau um dieses Thema auch dieses Talks geht. Und ja, ich fange mal an mit direkt neben mir Jan-Hendrik Lübers. Richtig hingesetzt. Ja. Perfekt, unabgesprochen. Ja. Genau, also du hast hier mit Au Chalet einen Film, der ja dein Abschlussfilm an der IFS in Köln ist und ganz besonders spannend im Kontext dieses Films. Du hast eine Zeit lang in Ghana gelebt, dort als Basketballtrainer auch gearbeitet und ja, es ist ein sehr hybrider Film, auch darüber werden wir reden. Und ja, magst du uns vielleicht erstmal erklären und erzählen, worum geht es in Au Chalet? Ja, ich wiederhole mal ein paar Sachen. Also es ist unser Abschlussfilm aus Köln, genau. Wir haben vor 2 Jahren gedreht. Ähnlich wie viele Dokumentationen haben wir dann lange mit der Postproduktion gekämpft. Von 2,5 Stunden irgendwann nur auf 90 Minuten runtergekämpft. Wir sind in dem Sinne hybrider Film, dass wir hatten kein richtiges Drehbuch. Wir hatten ein Bildertreatment, so eine Vorstufe vom Drehbuch. Das heißt, wir hatten schon so eine Art roten Faden und die Szenen wussten ungefähr, wo die Dramaturgie hingeht. Aber halt keine Dialoge ausgeschrieben. Das heißt, auch viel improvisiert und auch ausschließlich mit Laien gearbeitet. Und thematisch dockt so ein bisschen an meine Zeit in Ghana. Wie du sagst, ich war Basketballtrainer, das ist immer noch mal so meine erste Liebe vorm Film, würde ich behaupten. Gut, ich hoffe, dass ich beim Film da mehr Erfolg habe als beim Basketball. Ich glaube, alle wachsen so ein bisschen mit 14 auf. NBA schaffe ich. Aber weit weg. Ich habe 3 der Charaktere damals sogar trainiert, Barnabas, Raphael und Gavin, die waren Teil meiner U16-Mannschaft. Und ich glaube, ich hatte immer schon das Verlangen, wieder zurückzukehren und dann durch einen Film, dann mit so einer filmischen Perspektive ins Land zurückzukehren, war dann super. Und dann gerade fast nur mit Freunden zu drehen, das war ganz, ganz schön. Und ja, es ist so eine Art Coming-of-Age-Film, würde ich sagen. Eher Coming-out-of-Age, also alle so 24, 25, so die letzten Züge von der Kindheit haben sie hinter sich und treten so ins Erwachsenenleben ein und ersten Jobs, das erste Mal umziehen. Viele Probleme, die, glaube ich, als Zuschauerinnen und Zuschauer oft eher kleiner wirken, aber für die jungen Menschen dann sehr, sehr groß waren. Und das waren dann Sachen, die sind teilweise währenddessen passiert, als wir da waren im Land, das heißt bei der ersten Reise oder bei der zweiten Reise. Manche Sachen liegen ein bisschen zurück in der Vergangenheit und ein paar Sachen haben mit denen darüber gesprochen, okay, wo könnte eure Geschichte hinführen? Und das alles ein bisschen komprimiert in eine Geschichte und dann haben wir da so eine Dramaturgie gefunden bei den 4 Charakteren. Ja. Das ist euch ganz wunderbar gelungen. Und vielleicht mal die erste Frage, wie kam es überhaupt zu der Entscheidung Ghana? Also schon damals, dass du nach dem Abi gesagt hast, ich gehe dahin und nirgendwo anders. Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall Basketball. Also ich wollte auf jeden Fall irgendwas mit Basketball machen. Hätte schon immer so eine, ich glaube, hätte ich jetzt nicht Film studiert, wäre ich wahrscheinlich auch Richtung Sportmanagement oder auch soziale Arbeit gegangen. Ich hätte immer schon so eine Art, auch Jugendmannschaften zu trainieren. Und bin dann da reingerutscht. Ich glaube, inzwischen blicke ich so ein bisschen kritischer auf so Freiwilligenjahre zurück. Einfach weil auch viele Projekte so ein bisschen aus dem Boden gestampft werden, um Geld zu machen. Und dann, keine Ahnung, dann sind 2 weiße Europäer irgendwie in einem Waisenhaus irgendwo in Ghana, sind 2 Wochen da, die Kinder binden sich an den Menschen und dann hauen sie wieder ab für den Lebenslauf. Ich war dann ein bisschen glücklich, dass Basketball nicht so beliebt war in Ghana. Das war ist genau wie Deutschland eine relativ große Fußballnation. Und bin deswegen so ein bisschen aussortiert worden aus der Hauptorganisation. Bin dann bei einer super schönen kleinen NGO in Jamestown gelandet. Und das sind so ein paar meiner besten Freunde geworden im Leben. Und der Kontakt ist bis heute da. Und auch mit denen habe ich auch dann später in Ghana wieder gearbeitet. Deswegen hat es sich sehr natürlich angefühlt, da wieder zurückzukehren. Ja.
Das ist total spannend, weil ich wollte gerade auch fragen, das ist auch nicht so einfach. In diesem Film gelingt es ganz extrem, wie ich es ganz selten gesehen habe, dass ihr total nah dran seid an den Menschen. So eine Echtheit, so eine Authentizität, die alle immer haben wollen. Und das dann auch noch von Laien, wie du ja sagst. Und vor allen Dingen dann deren Familien noch drumherum und auf dem Markt und sonst wo überall. Also das ist, erfordert doch ein enormes Vertrauen, vor allem wenn da im Kern dann erstmal ein weißes Team auch dahin kommt, oder? Ja, ich glaube, Authentizität ist, glaube ich, in dem Kontext immer auch ein sehr kritisches Wort, was wir auch, glaube ich, selber seltener nutzen. Weil ich, im Endeffekt werden wir nie diejenigen sein, die Authentizität überprüfen können. Das werden im Endeffekt immer die Menschen in Ghana sein. Und ich glaube, man kann sich immer wahnsinnig schnell hinter so Ausreden verstecken oder hinter so Rechtfertigungen. Wir hatten die Hälfte des Teams war ghanaisch, wir haben viel mit ghanaischen Filmemacherinnen zusammengearbeitet. Wir haben immer so auch Kontrollpunkte am Set gehabt, die auch unsere Dramaturgie, unsere Geschichte kontrollieren. Aber im Endeffekt sind es dann trotzdem halt drei weiße Männer aus Europa, die im Schnittraum sitzen und den Film schneiden. Und ich glaube, man kann sich da mal viel vormachen, dass man irgendwie naiv sagt, ah, ich will diese eurozentrische Perspektive verlieren. Man macht sich im Endeffekt aber dann doch irgendwas vor. Also man wird die nie ganz verlieren können. Ich hatte dann damals das Privileg, vor dem Film mit Ulrich Köhler darüber zu telefonieren, der auch so einen afrikanischen Bezug, eher sogar ein bisschen mehr als ich hatte, auch durch seine Eltern. Schlafkrankheit auch, der Film. Genau, ja, auch ein super schöner Film. Aber er ist halt sehr committed in dieses Eurozentrische reingegangen. Und meinte auch dann zu mir damals, als ich dann so ganz naiv erzählt habe, ja, ich will dieses Eurozentrische ganz verlieren, ich will dann ein authentisches Ding machen, meinte auch, dass, also damit schade ich den Film eher. Also da macht man sich was vor. Ich bin da nicht groß geworden, ich kenne die Struggle nicht so wie die Menschen selber. Aber wie seid ihr denn vorgegangen? Also wenn ja, die Menschen da alle sitzen, dass die nicht sagen, was machen die da, warum halten die ganze Zeit die Kamera da auf uns? Ja. Das ist ja auch nicht so einfach, weil es waren auch viele, die nur so einen wirklich winzigen Moment so im Film hatten. Also ich glaube, ich habe selber unterschätzt, wie groß mein sozialer Kreis dann vorher schon war. Also wirklich fast 80% der Leute, die im Film sind, einfach super gute Freunde von mir. Und es hat sich auch so gut auch so angefühlt. Also es war auch im Schnittraum ein riesiges Privileg, quasi den ganzen Tag einfach Gesichter anzuschauen, die ich einfach super liebe. Das macht dann auch mal schwere und lange Schnitttage dann umso besser. Und das Ding ist, ich meine auch, Jamestown und Nima sind auch so zwei sehr polarisierende Stadtteile in Accra. Accra hat diese die üblichen Großstadtdynamiken, wie auch Köln oder München. Die Hauptstadt von Ghana. Genau. Aber ich bin dann teilweise 5 Jahre später angekommen und dann kannten die Eltern mich auch teilweise noch von den Kindern, die ich trainiert habe. Und dann ist automatisch schon eine andere Dynamik drin, wenn man auch in die Gassen reingeht und so. Und es waren, ich glaube, dass es ein Film unter Freunden war, hat viel geholfen und hat es auch dann für uns einfacher gemacht, ja. Dazu passt, Chalet bedeutet ja auch Freund, also darum geht es ja auch tatsächlich, diese Liebe, die spürt man auf vielen Ebenen. Vielleicht mal ästhetisch noch, als ich den das erste Mal gucken durfte, hattet ihr mir nichts vorher gesagt, was es konkret sein wird und ich habe erst gedacht, das ist dokumentarisch. Aber dann wusste ich, die Kamera, das kann überhaupt nicht so sein, weil das ist eine total statische, durchkomponierte Kamera. Also überhaupt nicht Handkamera, wie man sonst von eben gerade so einem trubeligen Accra erwarten würde. Wie kam es, dass ihr diese krasse Kontrastierung gesetzt habt, die ja dann eben dieses Hybride so extrem stärkt? Ja. Also ich meine, das Schöne am Dokumentarfilm ist, ich glaube, man kann mir fast alles machen. Also ich glaube, auch stilistisch und ästhetisch hat man da echt große Freiheiten. Eine große Inspiration, ich glaube, das würde auch der DOP Jonas Sibo auch unterstützen, war immer Abbas Kiarostami, der auch mal Filme erzeugt hat, die immer sich durchgehend angefühlt haben, okay, ist das jetzt dokumentarisch oder fiktiv? Großer iranischer Filmemacher. Ganz, ganz toller Mann. Und er hat auch viel Erfahrung damit gesammelt, auch in Gegenden zu drehen, wo er sich fremd fühlt. Also er hat auch selber in seinem eigenen Land dann quasi in Gebieten dann gedreht, wo dann Persisch gesprochen wird, was er selber nicht sprach. Und war dann eher auch oft in so einer beobachtenden Rolle. Und das spielt man auch in seiner Kameraführung. Es war sehr viel Beobachten, trotzdem teilweise auch sehr nah, wunderschöne Nahen, lange Einstellungen und schön geframed. Und man spürt auch trotzdem auch die Spontanität in seinen Einstellungen. Also man spürt, wenn Menschen, die sind beim Filmteam vorbeigelaufen, hat er die einfach angesprochen, jo, habt ihr Bock dabei zu sein? Und dann laufen die nochmal durch den Frame. Und ich glaube, diese Platziertheit darf auch ein Dokumentarfilm sein und das kann trotzdem ein Dokumentarfilm sein. Ich glaube, er hat es schon sehr als fiktiv auch dann immer betitelt. Ich habe mit den Faden verloren, wo war ich eigentlich? Gab es denn eigentlich ein Drehbuch? Nee, es gab ein Bildertreatment. Mhm. Genau, also ein finales Drehbuch gab es nie. Nee. Und was hast du deinen ProtagonistInnen vorher gesagt? Also sollen die, also hast du denen schon eine Zielrichtung vorgegeben oder wie lief das? Ich meine, wir haben den Vorteil, alle spielen sich selber. Ich glaube, man macht sich selber so ein bisschen, glaube ich, vor, dass es dann vielleicht einfacher sei. Im Endeffekt versucht man sich dann durchgehend selber zu imitieren manchmal und ich glaube, das muss mir so ein bisschen loswerden. Vom alle vier waren nicht wirklich an Kameras gewöhnt. Das heißt, dass auch die ersten Tage waren so ein bisschen
Bisschen Waffer von der Dynamik her, auch generell, wie sich so ein Drehtag anfühlt. Ich glaube, jeder, der dreht, weiß, es ist viel Warten am Set. Aus einer Regieperspektive fühlt sich das nicht so schlimm an, aber alle drumherum warten halt viel. Also wir haben dann schnell gemerkt, so nach dem dritten, vierten Tag, okay, da kommt eine gute Dynamik rein. Und auch das Improvisieren, glaube ich, hat dann auch viel geholfen. Also wir haben dann, ich hatte mal ganz, ganz tolle Übersetzerinnen und Übersetzer am Set, die dann auch alle Gar, Pigeon, Tree alles gesprochen haben. Und wir saßen dann quasi echt wie so ein Team zu dritt, zu viert immer vor den Takes gemeinsam dran und haben darüber gesprochen, okay, wo wollen wir die Szene hinführen lassen. Natürlich schon mit so einem roten Faden, dass es nicht alles im Schnittraum auseinanderfällt, aber das war ganz schön immer zusammen dann, ja. Sprache ist noch ein Stichwort. Es sind ganz viele Sprachen, die da eine Rolle spielen. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Wie gesagt, Übersetzerinnen, Übersetzer. Aber sag mal, warum sind es überhaupt viele Sprachen? Das ist das Spannende an Ghana. Ich glaube, das geht auch vielen Ländern in Westafrika so. Ich will es nicht für das ganze Kontinent sprechen. Ich kenne mich eher nur in Westafrika ein bisschen mehr aus. Ich glaube, Ghana allein hat, glaube ich, um die 15, 16 auch Amtssprachen. Das sind so Überbleibsel. Ich meine, klar, viele Kolonialsprachen haben sich da dann irgendwie reingeschummelt, irgendwie Französisch und Englisch. Das Englisch spricht auch jeder in Ghana. Das ist immer so ein gemeinsamer Nenner. Aber sonst, das Schöne an den Großstädten, viele Stämme von früher haben quasi ihre Sprachen dann quasi noch auch behalten. Also genau wie meine Oma dann platt spricht, hat sich dann da dann Hausa und Ga und Ewe behalten. Und nur in Accra ist es halt so, dass die einzelnen Stadtteile dann auch sehr isoliert sind. Das heißt, Nima wird nur Hausa gesprochen, das ist eher so ein muslimisch dominiertes Gebiet. Jamestown fast nur Ga und Pidgin. Und dann kann es auch vorkommen, dass dann Leute unter sich dann, die reisen dann 20 Minuten in Accra mit einem Toto und sprechen eine andere Sprache. Mal ganz eine witzige Dynamik auf jeden Fall, ja. Bevor ich weitergehe, dann zum nächsten, vielleicht noch eine Frage. Ihr habt von dort auch Teammitglieder dann gewinnen können. Wo habt ihr die gefunden und inwieweit ist dort eine filmische Ausbildung auch gewährleistet? Also ich glaube, ohne das Team in Ghana wäre der Film, glaube ich, nicht annähernd möglich gewesen. Wir hatten das Privileg, wir waren auch darauf angewiesen, wir waren quasi nur mit dem Kernteam rüber, mit, wie es sich für deutsche Abschlussfilme gehört, mit wenig Budget und wenig Geld, mit wenig Technik. Und haben dann mit der NAFTI gesprochen, das ist quasi die örtliche Filmschule in Accra, auch, glaube ich, die größte in Ghana. Und das sind absolute Schätze. Also das war von Anfang an super, super cool. Ich glaube, wir haben alle diese... Wenn man in ghanaischen Behörden unterwegs ist, ich glaube in Deutschland genauso, setzt man erstmal schön ein, zwei Stunden im Warteraum vor, bis man dann Leute kennenlernt. Aber ab dieser zwei Stunden Warteraumzeit waren das wirklich die besten Menschen, die uns von Anfang an wahnsinnig unterstützt haben. Sei es uns einen Bus und Fahrer geben und Schnitträume, wo wir auch dann direkt schon schneiden konnten, ein bisschen gucken konnten. Und da kamen auch die Menschen her. Das heißt, viele Studierende und Filmschaffende aus Ghana haben dann bei uns mitgemacht. Ja. Und kurze Nachfrage, Finanzierung, weil Auslanddreh beim Abschlussfilm und IFS ist jetzt auch nicht gerade bekannt für Langfilme. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wir haben auch viel kaputt gemacht für die nächsten Generationen, glaube ich. Ich glaube, die Schule passt jetzt bei den nächsten Generationen ein bisschen mehr auf. In Ghana konnten die uns nicht so gut kontrollieren. Leider Stromausfall, wir sind nicht erreichbar heute und dann haben wir doch noch irgendwie 10 Drehtage mehr gehabt. Wir hatten also, IFS ist so, dass man 10.000 Euro von der Schule selber kriegt. Ich meine, wir sind privat, wir mussten dann auch jedes Semester quasi ein bisschen ackern, dass wir das irgendwie bezahlt kriegen. Und dann haben wir noch 20.000 von NRW-Förderung bekommen. Das war schon hilfreich. Im Grunde no budget, aber ein Riesenapplaus, Oshale. Ja, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr hier eure Weltpremiere bei uns habt. Abbas Kiarostami. Ist das der auch so gemacht hat? Das weiß ich nicht. Muss ich gestehen. Wir machen mal weiter, wir können das nacherklären. Ja. Ich mache mal an der nächsten Stelle weiter. Camilla Hallo. Guttner ist hier und sie hat uns den Film Die Akademie mitgebracht. Gestern Abend Weltpremiere im Sendlinger Tor. Und ja, du warst zunächst Meisterschülerin von Jean Scully an der Akademie der Bildenden Künste in München und hast danach an der HFF hier auch in München Spielfilmregie studiert. Also du hast Kunstwelt und Filmwelt schon kennengelernt. Das ist wichtig für den Film. Und Blauhimmel war dein erster Film 2016, der auch gleich schon viele Preise gewonnen hat. Magst du uns jetzt zur Akademie einmal kurz sagen, worum es geht? Ja, gerne. Also in der Akademie, da geht es um die 19-jährige Jojo, deren großer Traum es ist, Malerin zu werden. Und sie wird dann vom weltberühmten Künstler Professor Robert Copley in seine Klasse aufgenommen, aber vorerst nur für ein Probejahr. Und das gilt es, sich jetzt zu beweisen. Also der Film spielt eigentlich in dem Zeitraum dieses einen Jahres. Und sie beginnt total voller Leidenschaft und Euphorie und Idealismus und möchte das unbedingt bestehen. Doch ziemlich schnell muss sie irgendwie feststellen, dass sowohl die Akademie als auch die Kunstwelt so völlig anders ist, als sie gedacht hätte. Und sie muss gegen wahnsinnig viele Widrigkeiten und Missstände ankämpfen. Und so nach und nach merkt sie, der Preis ist wahnsinnig hoch, den sie zahlen muss. Und sie stellt sich die Frage, möchte ich das überhaupt noch?
und genau. Und diese Akademie ist ein Monster, sage ich mal so. Also wer da reinkommt, der kommt als sehr, sehr veränderter Mensch wieder raus, wenn man überhaupt rauskommt. Also ein wirklicher Moloch. Jetzt für mich die Frage, du hast selber an einer Akademie Kunst studiert. Wie viel ist davon tatsächlich real, wie viel ist fiktiv, was du da so zusammengestellt hast? Also so, mir selber geht es so, ich empfinde es so, ich habe eher eine Hassliebe, beides. Ich finde es wahrscheinlich ein bisschen weniger Monster wie du, aber es ist schon auch sehr Monster. Und ich würde mal sagen, es ist autofiktional. Also ich habe halt tatsächlich auch in dem Alter von der Jojo bei einem englischsprachigen Professor bei Sean Scully studiert. Aber man muss dazu sagen, es ist wirklich auch sehr fiktiv. Also natürlich geht vieles auf Erlebnissen von mir und meinen Freunden zurück. Aber die Figuren selber, die sind oft aus vielen Menschen zusammengemischt. Zum Beispiel Professor Robert Copley von Jean-Marc Barr gespielt, ist nicht sehr ähnlich wie Sean Scully. Der ist im echten Leben anders. Aber dafür habe ich dem dann wieder Statements oder solche Dinge von ihm in den Mund gelegt. Also es ist wirklich total durchmischt. Und es gibt einerseits Leute, mit denen ich damals schon studiert habe, wie einen Typ, der heißt Jörg Besser, der auch als Eggman und als Horny Gold durch den Film rennt. Und der hat zum Beispiel einfach sich selber dargestellt so. Und den gibt es echt. Oder auch den Janusz, einen Typen, der so 18 Jahre Aktmodell war und ein grandioser Drummer und damit irgendwie um die Runden kommen musste. Und dann aber wieder eben ganz viele fiktionale Schauspieler. Und es ist wirklich eine Mischung. Und man muss dazu sagen, es ist wirklich jetzt kein Dokumentarfilm über die Kunstakademie München, sondern es ist wirklich ein ganz subjektiver Blick und es könnte auch jede andere Akademie als Institution sein und es ist einfach wirklich ein sehr persönlicher, subjektiver Blick in diese Welt. Der ein absoluter Kommentar auf die Kunstwelt ist und auf genau. Sehr, sehr universelle menschliche Themen, da komme ich gleich drauf, weil du hast im Nebensatz jetzt gerade mal kurz Jean-Marc Barr erwähnt. Das ist ein Weltstar, kann man sagen. Der hat bei Luc Besson wirklich seinen großen Durchbruch schon vor 3 Jahrzehnten gehabt und der spielt hier eine der großen Rollen und dann, ich mache mal die Runde gleich weiter, Kameramann ist Luca Bigazzi, einer der ganz großen, Sorrentino, Comencini und wie sie alle heißen, in Italien legen Wert darauf, dass er ihre Kamera macht und noch viele, viele weiter. Aber mal jetzt, wie kommst du denn an diese Menschen ran? Ich glaube, man muss echt einfach ein bisschen frech sein. Und ja, also bei Jean-Marc Barr, da war es eigentlich relativ easy. Da habe ich irgendwie geguckt im Internet, wer ist denn da so die Agentur? Und habe dann gesagt, könnt ihr mal das auf Englisch übersetzte Drehbuch ihm schicken? Und dann hat er es gelesen und hat so gesagt, hey Camilla, I love it, let's go, when shoot we shoot. So, also ich glaube, man muss da manchmal echt einfach an seine Sachen glauben, mehr als sein Gesicht verlieren kann man dann auch nicht. Und beim Luca Bigazzi war es so, dass wir an der HFF, an der Filmhochschule, da machen wir so Technikabschlüsse und da kann man entweder so einen bisschen langweiligen Vortrag halten oder über einen Kameramann ein Porträt oder Kamerafrau ein Porträt machen. Und ich war halt damals, normalerweise macht man das eher so in Deutschland und ich war aber halt da schon voll der Luca Bigazzi-Fan und habe immer seinen Film Il Divo gestoppt und angehalten, geguckt, wie hat er die Kamera gemacht und so. Und habe halt dann gefragt, kann ich es auch über den Luca Bigazzi machen? Und dann meinten die Professoren an der Filmhochschule, naja, wenn du die Reise nach Rom selber zahlst, dann von uns aus kannst du das machen. Und genau, und dann habe ich eben dort in Rom gedreht und das war von Anfang an, war der so cool und sympathisch irgendwie und wir haben uns super verstanden. Und irgendwie haben wir dann halt Kontakt gehalten und er hat mal immer so gefragt, so hey, was machst du gerade, was läuft so? Und irgendwann meinte ich, ja, ich mache jetzt dann eben diesen Debütfilm und so. Und dann meinte er in so einem, weil er redet ja total gut Englisch, aber mit so einem italienischen Akzent. Und dann meinte er so, oh, maybe Camille, if I'm free, call me, maybe I have time, you know. Und legt so auf. Und dann dachte ich so, hat der Typ mir gerade angeboten, die Kamera für meinen Film zu machen? So, habe ich jetzt richtig gehört oder bin ich ein bisschen verrückt? Und dann war es halt soweit, dass ich wusste, der Film kann jetzt realisiert werden. Es steht kurz vorm Dreh. Und dann dachte ich, egal, ich rufe den jetzt einfach an und frage ihn. Und mehr als das zu sagen, Camille, kippert's, oh, come on. Da habe ich gedacht, okay, das kann, ich probiere es jetzt einfach. Und dann habe ich ihn halt angerufen und dann hat er gesagt, yeah, let's see, send me the script. Und dann habe ich ihm halt das Drehbuch geschickt und sehr lange nichts gehört und dachte dann, okay, das war's jetzt so, peinlich, peinlich, aber okay, ich habe es wenigstens versucht. Und dann hat er plötzlich angerufen und hat gemeint, Camila, I love it, I support you forever, when do we shoot? Und dann ist er auch tatsächlich gekommen
Und der hat sich wirklich, also wenn der nicht gewesen wäre, weil wir hatten am Ende, weil es ihm vom Geld her ein ziemlich für Debütbudget sehr großer Film ist, mit 47 Sprechrollen, 50 verschiedenen Orten, Komparsen und so. Und wir haben da mit 2 Kameras gedreht, und wenn er nicht gewesen wäre, dann hätten wir das in 20 Drehtagen nie gerockt. Und er war, ist echt, hat sich voller Leidenschaft reinbegeben und wirklich so die ganze Zeit gesagt, we're ready, die, die, let's go, und alle gepusht. Und abends, wenn ich ihn ins Hotel gefahren habe, meinte der dann so, Camille, I'm old man, why you want to kill me? Und, aber es ist so cool, und er ist auch hier, bleibt auch bis zum 7. und kommt auch jetzt gleich um 15 Uhr in die Vorführung für Q&A, und er supportet uns echt total und meint auch, dass er jetzt glücklich drüber ist über diesen Film. Es wäre ein Herzensprojekt von ihm, und ich bin unendlich dankbar dem Luca. Wahnsinn, also tolle Ermutigung auch, einfach mal an Menschen ranzutreten, die vielleicht die eigenen Vorbilder sind. Manchmal machen sie dann auch wirklich selbst bei den eigenen Projekten. Ja, das voll. Ist richtig klasse. Lass uns auf die beiden Protagonistinnen zu sprechen kommen. Maja Bohns und Luise Aschenbrenner spielen die beiden, und es steckt ja wahnsinnig viel drin. Die erleben ganz, ganz viel, ich nenne es jetzt mal Machtmissbrauch, von denen, die da etwas über sie zu verfügen haben, zu sagen haben. Sie sind ihnen total ausgeliefert, und gleichzeitig auch hier, coming of age, sie versuchen ihren Weg ins Leben und die Kunst zu finden. Erzähl uns ein bisschen über diese Gemengelage, dieses Spannungsfeld zwischen beiden, weil man ja dann besonders anfällig ist für Machtmissbrauch. Ja, genau. Also es ist so, man ist ja sowieso sehr verwundbar, wenn man irgendwie jung ist, eben in diesem Alter, das ist ja ein spannendes Alter, so mit 19, das ist, man ist zwar schon offiziell erwachsen, aber eigentlich ist man doch noch ein bisschen naiv und kindisch so und noch voller so totaler Ideale und sehr radikal darin und oft als Künstler vielleicht noch so ein bisschen sensibler drauf. Und das heißt, klar, man ist den Leuten ausgeliefert, also man... Gerade wenn das so jemand Weltberühmtes ist, den man irgendwie selber total als Idol sieht, dann hängt man dem an den Lippen, und wenn er ein Bild zerreißt, dann zerreißt auch die ganze Welt von einem. Und das heißt, im Fall von Jojo ist es so, dass ich aber den Professor Copley vom Jean-Marc gespielt eher als einen Mentor sehe. Also der ist schon sehr hart und kann damit sehr krass sein, aber es geht nie um sie persönlich, sondern immer um ihr Werk. Und er macht es, weil er halt wirklich sie an die Grenzen pushen möchte und das Beste aus ihr herausholen. Und er sagt dir eigentlich immer auf eine abstrakte Art und Weise, frag nicht mich, den Guru, sondern du musst es in dir selber finden. Und sie denkt sich, ja, warum studiere ich dann hier? Jetzt gib mir doch die Antwort, gib mir den Beipackzettel, sag mir, wie ich malen soll. Und deshalb reibt sie sich an ihm, bis sie ganz am Ende alles sowas von egal ist, jetzt spoilere ich. Und genau, und dann erkennt, dass er eigentlich dann doch recht hatte, wenn er auch vielleicht manchmal hart ist, aber genau. Aber es gibt halt den zweiten Professor noch, es gibt den zweiten Professor, der ist, Andreas Lust, liebe ich, super Typ. Ja, und der, da geht eben die Siri hin, das ist so ein bisschen, also die Jojo ist mehr so der Mensch, der sich selber finden möchte und schauen möchte, irgendwie was, ja, wie kann sie sich entwickeln als Malerin so. Und die Siri, die ist eher so am Connecten und sagt, hey, wichtiger ist, dass du überall rum bist, 15 Minutes of Fame und so. Und die geht so einem Professor, der extrem impulsiv und provokativ ist, so ein bisschen Mensch der alten Schule, der sagt, Kunst kann alles, Lehre kann alles, mit Provokation kann ich alles aus den Leuten rauslocken, ich will, dass die Leute sich reiben und nur so kann was entstehen, und hat da sehr brutale und machtmissbräuchliche Methoden. Genau, und das ist so ein bisschen der Gegenpart. Und genau, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich vorauserzählen soll, aber... Vielleicht nicht, aber... sie ist dem schon sehr ausgeliefert und nicht nur sie. Total. Und ist das auch ein Ziel gewesen, dass du da aufmerksam machen möchtest? Vielleicht seid vorsichtig, wenn ihr euch in solche Situationen begebt? Ich wollte eigentlich im Grunde genommen einfach das, was für mich wahrhaftig ist, authentisch zeigen. Und ich fand es schon interessant, 2 junge Frauen jetzt an einem, finde ich, immer noch männerdominierten, auch wenn sich das durch jetzt MeToo, die Bewegung, schon verändert hat, Ort zu zeigen. Deshalb habe ich auch 2 Frauen gewählt und dazu 2 Professorinnen. Das wollte ich schon machen, aber insgesamt wollte ich einfach so in meinen Augen einen subjektiv ehrlichen Blick geben, wie es einfach ist, an so einer Akademie heutzutage zu studieren. Das ist ein faszinierender Blick, den du uns da gibst, weil man da ja wirklich in die Untiefen einsteigt. Bevor ich weitergebe, ist natürlich noch die Frage, das ist auch ein Ausstattungsfilm. Also eine Kunstakademie, da braucht man unzählige Gemälde allein. Und du hast schon gesagt, das große Geld hattet ihr nicht. Das heißt, wie seid ihr vorgegangen?
Wir sind so vorgegangen, also Szenenbildner war der Markus Dickelhuber und der hat selber an der Kunstakademie eben Szenenbild studiert gehabt und später an der Filmhochschule auch nochmal, also lustiger, ähnlicher Weg so. Und der wusste daher, wie kann man auch auf günstige Art und Weise viel irgendwie machen und noch Dinge aus der Akademie holen und zaubern. Und dann war es so, dass ich auch viele Freunde, mit denen auch wirklich damals studiert hatte und deren Lebenswege sich bisher nicht getrennt haben, eingespannt habe. Dann hat der eine, dieser Eggman-Typ zum Beispiel, Dirk Besser, hat dann für die eine Gestalt die ganzen Werke gemalt, Wandgemälde. Ich selber habe dann von mir Bilder genommen, eben vor 10 Jahren, wie ich damals gemalt habe in dem Alter und habe auch versucht, so zu malen, wie ich damals gemalt habe und habe das hergestellt. Und dann haben wir einfach hauptsächlich von Freunden Sachen genommen und genau, wo ich dachte, es ist auch cool, das irgendwie in einem Film zu zeigen. Wir haben zum Beispiel ein Iglo nochmal nachgebaut. Ein Freund von mir, der hatte damals an der Akademie in einer Galerie ein Iglo gebaut, also so ein Riesenraum, so aus wirklich tropfenden Eisblöcken und hat dann darin einfach 14 Tage gelebt, bis es geschmolzen war. Und die Freundin ist natürlich durchgedreht mit 3 Kindern, weil der Tag und Nacht da war, das war so das Konzept. Und sie konnte mit den Kindern und Arbeit allein sein und ich fand, das hat mich sehr beeindruckt und ich dachte mir, das muss nachgebaut werden. Es war dann sehr teuer, wir haben sehr gekämpft, aber am Ende hatten wir das Iglo. Und ja, so ist das eigentlich alles zusammengekommen. Ja. Der Kampf hat sich sehr gelohnt. Großen Applaus. Die Akademie, Dankeschön. Camilla Guttner, Dankeschön. Danke dir. Der dritte im Bunde hier auf dem Podium ist Yannis Alexander Kiefer. Er hat uns auch gestern mit der Weltpremiere Another German Tank Story hier mitgebracht, weil man dazu sagen muss, eine geteilte Weltpremiere, was sehr Außergewöhnliches, nämlich ihr hattet in Shanghai auch in diesem Monat eine Premiere, die mit uns dann sozusagen beides als Weltpremiere gilt. Also richtig toll und vielleicht noch zur Einordnung von dir. Du hast zuerst audiovisuelle Medien an der Berliner Fachhochschule für Technik studiert und bist dann an die Filmuni Babelsberg gegangen, wo du Regie studiert hast. In der Zeit hast du viele, viele tolle Kurzfilme gemacht. Also ich nenne jetzt mal nur Commons oder Meeting oder Kollegen. Bis hin zum Deutschen Kurzfilmpreis in Gold bist du da mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und deine Filme. Ja, und jetzt Another German Tank Story, das ist dein Langfilmdebüt. Magst du uns erzählen, worum es geht? Ja, sehr gerne. Erstmal noch Hallo in die Runde von mir. Genau, sehr gute Einleitung. Vielen Dank dafür. Another German Tank Story spielt in einem fiktionalen Dorf in Brandenburg. Auch inspiriert von eigenen Erfahrungen, weil ich während meines Studiums in Babelsberg sehr lange als Komparsenbetreuer gearbeitet habe. Vor allem eben bei sehr großen Sets, wenn man viele Komparsen hat und viele Komparsenbetreuer braucht, war ich sehr oft in Brandenburg bei historischen Filmdrehs. Und habe mich sehr für dieses Dahinter interessiert oder so ein bisschen das, was eben nicht wirklich am Set und beim Filmemachen passiert, sondern eher im Umfeld. Und darauf aufbauend habe ich dieses fiktionale Dorf mit 5 Hauptfiguren entworfen, in dessen Nachbarschaft in einer verlassenen Fabrik einen Hollywood-Film über den Zweiten Weltkrieg dreht. Aber der Film an sich spielt komplett in diesem Dorf und fokussiert sich auf die Dorfbewohner. Kann man einfach 2 Beispiele nennen. Von 2 Figuren ist einmal, also zwei Jugendliche, die nach dem Abitur noch in diesem Dorf ohne berufliche oder auch generell Lebensperspektive sind, bekommt die Figur Wolfi die Möglichkeit, als Komparse eben zu arbeiten. Für ihn die Hoffnung, von dem großen Stück Kuchen Hollywood in der Nachbarschaft etwas abzubekommen und die Hoffnung, dass es mehr als nur eine kleine Komparsenrolle wird, ich spoiler mal nicht, wie es weitergeht, oder sein bester Freund, der Sohn der Bürgermeisterin ist und dazu verpflichtet wird, als Fahrer zu arbeiten. Das ist ja ein Job, für den braucht man eigentlich sehr wenig Qualifikationen, um den ausüben zu können, außer man braucht einen Führerschein. Das weiß die Mutter nicht, dass er den nicht bestanden hat, aber er arbeitet trotzdem als Fahrer, hasst Autos, aber ist trotzdem verpflichtet, ein paar Crewmitglieder durch Brandenburg zu fahren. Genau. Ich glaube, alles andere würde ich sagen, lieber im Kino angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Aber um diesen Mikrokosmos von diesem fiktionalen Dorf geht es eigentlich in dem Film. Dieses Wiesenwalde, diesen Ort, den hast du nicht nur hier gestern unter großem Jubel präsentiert, sondern eben auch vor einer Woche in Shanghai. Ich möchte jetzt einfach mal fragen, wie haben denn die dort das wahrgenommen und aufgenommen? Weil hier kennt man ja diesen ostdeutschen Kosmos immerhin noch ein bisschen, aber dort vermutlich ist es eine komplett fremde Welt gewesen. Ja, wir waren super unsicher und neugierig, wie das dort aufgenommen wird, weil ich habe jetzt auch keine Verbindung zu irgendwie China, kann das Festival auch nicht wirklich in Shanghai.
Letztendlich war ich extrem überrascht. Man muss dazu sagen, wer dann ins Kino geht, irgendwie bei so einem Filmfestival in Shanghai, ist schon eher intellektuelle, akademische Cineasten, die dann schon richtig, richtig viel verstanden haben. Also ich denke, man ist immer aufgeregt bei einer Weltpremiere. Wird euch genauso gegangen sein, es ist mein erster Langfilm, dann ist da diese Unsicherheit und Aufregung eh dabei. Aber wir waren echt überrascht, dass sehr, sehr viel verstanden wird. Aber die Reihenfolge dieser doppelten Weltpremiere war sehr gut, weil gestern haben wir dann auch bemerkt, dass hier schon noch mehr verstanden wird. In den Details oder halt, also ist auch ein teilweise dialoglastiger Film, wo wir auch probieren, so ein bisschen den Humor und die Absurditäten über den Dialog zu transportieren. Und das kommt hier schon natürlich noch mal mehr durch. Aber was noch so eine viel kleine... Gelacht. Ja, ja. Ja, mega. Also das... Die ersten Screenings sind ja immer die aufregendsten, weil man irgendwie seinen eigenen Film dann kennenlernt erst überhaupt. Und ich glaube, wir haben unseren Film alle sehr gut kennengelernt und gestern nochmal. Es gibt noch eine kleine, vielleicht lustige oder irgendwie interessante Anekdote von Shanghai, weil ich den Programmierer, der uns kuratiert hat und ausgewählt hat für den Wettbewerb dort, super beiläufig im Fahrstuhl, als wir uns zufällig getroffen haben, erklärt hat auch, wie er unseren Film sieht und warum er den auch mag und kuratiert hat. Und zwar hat er, also Another German Tank Story, auf Chinesisch übersetzt, hat er den, wusste ich gar nicht, dass Kuratoren sowas dürfen, die Übersetzung. In Shanghai dürfen die das. Hat er praktisch ausgewählt und wenn man das wiederum zurück übersetzt, bedeutet es eigentlich Goodbye German Tank Stories. Und er hat den Bogen geschlagen, weil, wusste ich auch nicht, woher auch, aber der Film Goodbye Lenin ist relativ bekannt dort. Und war damals wohl auch recht präsent, als er rauskam. Und für ihn waren wir so ein Film, ungewöhnliche deutsche Perspektive auf DDR oder ehemalige DDR und Figuren, die damit irgendwie strugglen, aus heutiger Sicht, so 20 Jahre später. Und hat er so einen Bogen geschlagen. Und also das kam sogar noch, gut, Berlin lief 5 Mal bei diesem Festival noch, außerhalb des Wettbewerbs einfach mal. Spannender Einblick, vielen Dank. Also, aber ja, wir hatten hier auch schon ein Panel, da hätte der Film wahrscheinlich auch sitzen, oder hättest du auch sitzen können, neuester deutscher Heimatfilm, wo es genau darum geht, oft im Kleinen, im Ländlichen werden die großen universellen Themen dann erzählt. Siehst du dich da auch ein bisschen zugehörig? Genau, also du kennst ja die oder alle meine Kurzfilme wahrscheinlich, die sind alle, spielen in irgendeiner Form der Provinz oder für sich stehende Mikrokosmen. Irgendwie, das interessiert mich auf jeden Fall sehr, auch einfach als Drehbuchautor, da irgendwie so Figurenkonstellationen zu entwerfen. Meine persönliche Backstory ist einfach, ich bin auf dem Bauernhof meiner Großeltern aufgewachsen, bin nicht besonders begeistert von all diesen, ich nenne es mal Provinzfilme, also überhaupt gar nicht abschätzig gemeint, die man so im deutschen Film und Fernsehen sieht oder die Darstellung, das ist oft sehr irgendwie verwaschen oder so dieser Großstadt-intellektuellen Blick und Sprache, den man dann irgendwie halt Leuten auf dem Dorf gibt. Natürlich nicht nur, aber so prinzipiell fühle ich mich da richtig, richtig wohl und ich meine, in Berlin so oft hört man, ach so, crazy Typ, den sieht man nur in Berlin. Ich denke mir, ich meine, geh mal tiefer in die Dörfer rein. Da gibt es genauso viele urige Charaktere, nur die bekommen irgendwie weniger eine Plattform oder werden so in der Medienlandschaft weniger irgendwie beleuchtet. Also es ist uns auf jeden Fall aufgefallen, es sind immer mehr Filme schon seit ein paar Jahren, die eben weggehen aus den großen Städten und dann eher tatsächlich im Kleinen die große Geschichte erzählen, dadurch eine Tiefe gewinnen. Euer Ort ist insofern nochmal besonders, weil ihr den mit einem Barockmusiker verbindet, Telemann. Der ganze Ort ist geprägt von diesem Typen, weil der dort wieder genesen ist, wie durch ein Wunder, als er dort war. Eigentlich todkrank. Und jetzt heißt die Kneipe so, der Brunnen heißt so, das Zeltlager heißt so, alles heißt Telemann. Und das hat natürlich auch Einklang in euer Werk gefunden, weil auch musikalisch habt ihr das dann umgesetzt. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es zu Telemann? Ja, das ist der Moment, wo ich mich outen muss, weil ich schon jetzt irgendwie manchmal da saß und dann so erzählt habe, ja, Telemann und alle Musikwissenschaftler sind sich einig, der ist viel krasser als Beethoven und Bach und eigentlich voll unterschätzt und genau, ist eigentlich so das Musikgenie. Aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ich bin extrem unmusikalisch, habe auch von Musikgeschichte wirklich gar keine Ahnung. Ich liebe nur so diesen Kult oder diese extrem konsequente Pflege der kleinen Tradition. Also ein Dorf, wo wir auch gedreht haben,
da gibt es diese Napoleon-Eiche, hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, wahrscheinlich von dem Ortsvorsteher oder so von dort gemacht, weil irgendwie halt Napoleon vielleicht wahrscheinlich hat irgendwie mal irgendwann vor, weiß nicht, 100 Jahren jemand gehört, da mal eine Pause gemacht hat oder so, weil er halt da irgendwie auf dem Weg nach Russland und zurück da so irgendwie, ja, müde war. Und dann gibt es halt so diesen Kult, dann gibt es irgendwie ein Fest und diese Eiche und wie gesagt, hat ein Wikipedia-Eintrag, das wird dann zu so einer identitätsstiftenden Sache, was an sich ja irgendwie auch schön ist und okay, Napoleon ist auf jeden Fall auch schon streitbar, aber es ist jetzt nicht, es schmerzt eigentlich niemanden, wenn die dann eine Napoleon-Eiche haben, aber dass man das dann auch so ausbaut irgendwie und dann gibt es halt in dem Café daneben dran halt irgendwie die Napoleon-Torte oder so, was komplett sinnlos ist, aber wenn da schon die Napoleon-Eiche ist, dann baut man darauf auf und das dieses Urige, was ich wirklich richtig, richtig sympathisch finde, aber irgendwie auch noch nicht so ganz verstanden habe, wie sich das über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufbauen kann. Das war so die Inspiration, weil an sich, ich habe nur gelesen, dass Telemann irgendwo halt in irgendeinem Dorf mal krank wurde. Und das war dann sozusagen die Basis, diese Geschichte weiterzuspinnen. Eine andere Basis war der Kurzfilm Kollegen, der auch sehr erfolgreich auf Festivals lief. Ich dachte erst, als du mir erzählt hast, du machst da jetzt einen Langfilm draus, das ist schon öfter auch mal schiefgegangen. Das ist euch jetzt sehr, sehr gut geglückt. Erzähl uns vielleicht mal, worauf habt ihr geachtet, dass das tatsächlich funktioniert? Also tatsächlich, es war nicht, als wir den Kurzfilm angegangen sind und produziert haben, war noch nicht klar, dass wir einen Langfilm draus machen. Das hat sich dann eher so währenddessen entwickelt. Ich glaube, vielleicht macht das auch einen Unterschied noch, dass es, sage ich mal, organisch und nicht erzwungen war. Und letztendlich, also so, auch für diejenigen, die jetzt den Film nicht kennen, also Kollegen ist jetzt nicht, das sind nicht dieselben Figuren wie in Another German Tank Story, sondern man könnte eher sagen, wenn man mitten in unserem Langfilm einmal mit der Kamera nach links schwenkt, 12 Minuten gucken würde, dann könnte man da diesen Kurzfilm sehen und dann schwenkt man wieder weg und der Rest der Geschichte geht weiter. Und ich habe die Frage vergessen. Ich würde auch gerne noch einfach als Letztes, bevor ich dann zu unserer Runde öffne, fragen, großer Cast, großes Ensemble und noch dazu auch da Ausstattung ohne Ende. Ihr brauchtet Panzer. Auch das nicht so einfach für einen Abschlussfilm. All das unter einen Hut zu kriegen, also das ist ja eine enorme produzentische Leistung auch und vermutlich auch mit wenig Geld, nehme ich an. Genau, mit sehr wenig Geld. Ich bin dagegen, das zu romantisieren. Das ist letztendlich Ausbeutung des Filmteams so, weil also wir haben alle in den Head-Positionen unseren Abschluss damit gemacht und je nach Gewerk haben wir bis zu 3 Jahre daran gearbeitet. Wir haben entweder unentgeltlich oder praktisch draufgezahlt in jeglicher Hinsicht. Also es war einfach irre viel Arbeit. Da, das sollte man, denke ich, auch sehr klar so benennen, weil das sind so Umstände, die man so einmal mitmacht. Und wir sind dann auch sehr happy, den Film hier und in Shanghai und so irgendwie eine Plattform zu finden. Dann wird man dafür etwas entschädigt. Aber das ist auch etwas, wo ich sage, okay, das kann man eigentlich, wenn überhaupt, einmal im Leben machen, weil sonst geht man wirklich daran kaputt. Das heißt nicht, dass es nicht auch Spaß gemacht hat. Da kann man eigentlich das gesamte Team nennen, Szenografie, Kostüm. Jeder guckt einfach, wie er praktisch ohne Geld oder mit wenigen Euro irgendwie all das zusammenbekommt. Ich würde sagen, ein Schlüssel, gerade wenn man so ein Dorfgeschichte erzählt, sind tatsächlich die Motive. Also wir haben gar nicht so viel verändert vor Ort. Wir haben einfach sehr lange Motive gesucht, die dann schon das einfach ausstrahlen, was wir gesucht haben. Und konkret zu dem Panzer, es ist tatsächlich leichter in Brandenburg, glaube ich, einen Panzer zu bekommen als veganes Catering, weil man den einfach günstig mieten kann. Und das war letztendlich wirklich nicht die größte Herausforderung im Fall. Großartig, großen Applaus. Another German Tank Story, Janis Alexander Kiefer. Jan, du hast gerade sehr genickt, als Janis erzählt hat, dass das viel mit Selbstausbeutung zu tun hat. Boah, ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder irgendwie Erfahrungen irgendwie rausziehen. Ich glaube auch jetzt bei uns zum Beispiel in Ghana, das war auch, glaube ich, mit Abstand die stressigste Zeit in meinem Leben. Also ich habe, glaube ich, nicht selten alles hinterfragt, als wir da waren. Aber trotzdem dann nach so 2-3 Jahren dann hier zu laufen, ist halt auch ein bisschen Lorbeeren ernten dann so. Ein bisschen so noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich glaube auch, man filtert dann im Nachhinein mal viel negative Erfahrungen raus. Ich versuche mal dann gerne ein bisschen was zu behalten, dass man es nicht zu krass romantisiert. Aber passiert trotzdem. Am Endeffekt war es dann doch die tollste Reise. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, oh, wir hatten schon echt viele beschissene Nächte. Aber, ja.
Jetzt heißt das Panel auch Junge Vision. Ihr zeigt uns das inhaltlich, aber mich würde jetzt auch mal interessieren, was müsste sich denn ändern, damit solche Filme auch dann mit Geld erzählt werden können, so richtig? Also, weil das ist ja genau das, was wir uns immer wünschen. Warum seid ihr jetzt hier? Weil ihr so viel Leidenschaft da reinsteckt, weil das so komplett eure Herzensprojekte sind. Deswegen werden die Filme auch so gut. Wie kriegt man das hin, dass da vielleicht ein Übergang... Habt ihr eine Vision, Camilla? Also ich würde mir halt sehr wünschen vom ganzen deutschen System, dass man einfach mehr da vertraut. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viel Geld in die Filmhochschulen gegeben wird. Und wenn man aber dann draußen ist, erzählen mir ganz viele Kollegen und Kolleginnen, dass sie sagen, ja, und jetzt kriegen sie eigentlich kaum ihre Debütfilme durch, wenn man sagt, nee, dann nehmen wir lieber jemanden, wo wir schon aus Erfahrung wissen, der kriegt das hin, und plötzlich ist das Vertrauen weg, was man davor so reinsteckt. Und also bei uns war das wirklich sehr extrem. Es lag natürlich auch dran, dass es eigentlich für einen Debütrahmen das Budget sehr gesprengt hat, weil es eben nicht ein Kammerspiel war und so. Und das war eben eigentlich auch eben sehr ausbeuterisch und einfach der Wahnsinn, dass man wirklich keine Verschnaufspause hatte und statt den benötigten 37 Drehtagen am Ende nur 20 hatte. Und das war schon sehr, sehr, sehr heftig, das auch nicht danach ausschauen zu lassen. Und da wäre einfach der Wunsch, dass man mehr an junge Leute glaubt und sagt, kommt, wir vertrauen euch mehr. Und auch insgesamt, glaube ich, ist es auch später sehr schwierig in Deutschland irgendwie Dinge durchzusetzen. Und man müsste wahrscheinlich echt ein bisschen was umstrukturieren und schauen, wohin man die Gelder verteilt und was man mehr fördert. Genau, dass man auch dem Publikum mehr zutraut. Also ich habe jetzt auch nicht so die Lösung selbst parat, aber ich merke nur, dass es gerade eher, wenn man auch so Empfänge geht, alle sehr graue Zeiten gerade sind und man eben, wie ihr auch sagt, also so einmal ein Film, da kann man wirklich so alles reingeben, aber das schafft man eigentlich nicht nochmal so, und das wäre echt wichtig, dass sich da was ändert. Also würde ich sofort unterschreiben. Das, was euch alle drei eint, ist, ihr wollt Geschichten, glaube ich, anders erzählen, als man sie sonst so gewohnt ist im deutschen Kino. Das finde ich richtig klasse. Das ist auch dann quasi jetzt schon unsere Schlussrunde. Wie würdet ihr es denn gerne, oder wohin geht denn die Reise für euch? Also ist das jetzt so der Weg, dann auch quasi diese Handschrift, die ihr jetzt angefangen habt, die man ja ganz klar erkennt, dann auch so jetzt ins professionelle System rüberzunehmen? Oder ahnt ihr, dass da vielleicht Kompromisse notwendig sind? Ich habe vielleicht einen Anstoß für uns. Also ich habe zum Beispiel super Angst, in eine Schublade reingeschickt zu werden. Deswegen wäre wahrscheinlich mein nächster Film echt was ganz anderes. Einfach, damit man nicht sagen kann, oh, Jan ist der Typ, der irgendwie... Zum Beispiel, ich glaube nicht, dass mein nächster Film in Ghana sein wird. Ich glaube generell, dass das nicht normal passieren wird. Vielleicht eher in so einer produktionellen Rolle ist, die auch wirklich dann die Filmleute aus Ghana wirklich dann mehr unterstützen kann. Wahrscheinlich Genrewechsel, was ganz anderes. Andere dramaturgische Form. Ich glaube, beides hat seine Vorteile. Ich glaube, wenn man jetzt auch eine Schiene fährt, kann man sich auch in der dann auch spezialisieren und auch irgendwie mehr Erfahrung sammeln, aber auch irgendwie cool, ein bisschen rumzuwechseln. Ja. Janis, bei dir? Also ich sehe mich in einer sehr ähnlichen Position und probiere so ein bisschen realitätsbezogen zu gucken, wo man so eine Schublade irgendwie, ich glaube, man wird eh reingeschoben. Also safe, kann man hundertprozentig, nicht beeinflussen, ja. Dass sozusagen man möglichst in die Schublade geschoben wird, wo man sich auch am wohlsten fühlt, dass man das sozusagen ein bisschen pusht, irgendwie, dass man damit in Ordnung ist. Also mein Gefühl bis jetzt ist, dass so, weil wir, ist ja auch ein humorvoller Film bei uns, dass da schon Interesse gibt. Nicht unbedingt halt für Kinofilm, das ist so das Ding, weil ich schreibe gerade mein zweites Drehbuch und wir haben auch Förderung und sind eigentlich sehr optimistisch, dass es klappen könnte. Andererseits wird einem schon bei konkreteren Gesprächen sehr schnell gespiegelt, das ist schon alles echt schwierig, ne? Also es gibt schon echt wenig Slots, das ist schon richtig, richtig gut und da brauchen wir wirklich unbedingt viel, viel mehr, da muss man richtig, richtig mutig sein, aber dann der nächste konkrete Schritt ist dann irgendwie, also ja, schwer oder kommt gar nicht zustande, aber ich probiere schon darauf aufzubauen, also ich vermute, ich kann jetzt auch hier nicht irgendwie, ich meine, so erster Film und jetzt Premiere gerade, kann man dann noch alles nicht auswerten, aber ich habe das Gefühl, es kann einem schon helfen, wenn man eben sagt, bitte guck dir meinen Film an, komm zur Premiere oder komm zum Screening heute, 16 Uhr, City-Kino. Alle drei Filme laufen noch auf dem Filmfest, muss dazu gesagt werden. Und, ja, Sie haben noch die Chance. Und guck den Film an, weil wir eben auch ganz kleinen Kinofilm gemacht haben, der eher langsam erzählt ist und ich habe schon echt Angst, den irgendeinen Produzenten zu schicken, der den Film dann nachher im ICE auf seinem Laptop irgendwie anguckt oder so und nebenher noch ein paar Sachen schreibt, weil dann, glaube ich, wird der Film wirklich nicht gefühlt, dann kommt er nicht an.
dass man darauf aber aufbaut. Eben so, du hast den Film gesehen, okay, jetzt hast du hoffentlich mich besser kennengelernt. Und irgendwie müssen die Leute einem dann ja auch vertrauen. Weil, was auch ihr beide gerade gesagt habt, es ist schon hart teilweise, wie wenig Vertrauen man bekommt, wenn man, also die Filmhochschule, geschützter Raum mit Professoren, fein, aber dann die ersten Gespräche nach außen und Redakteure, wenn man, keine Ahnung, bei uns, wir haben Ensemblefilm mit 5 Hauptfiguren, da wurde das praktisch extrem in Frage gestellt, dann eine Liste von 100 grandiosen, hochgefeierten, preisgekrönten Weltfilmen mit einem Ensemblefilm, auch gerade als wir geschrieben haben, war es dann irgendwie gerade Triangle of Sadness mit Östlund oder so, und sagt man, ja, hat gerade Cannes gewonnen, also es ist ja, es stimmt ja offensichtlich nicht, dass es nicht funktioniert, dann, ja gut, aber du bist ja nicht Östlund, ne? Ja, well, okay. Gut, wie schwierig darauf aufzubauen. Ich glaube, ein bisschen mehr Vertrauen, was wahrscheinlich eher dadurch zustande kommen könnte, dass sich die Leute mehr Zeit nehmen, einem entweder zuzuhören oder halt mit den jüngeren FilmemacherInnen-Generationen sich auseinandersetzen. Könnte da vielleicht hoffentlich wahrscheinlich helfen. Absolut. Also der Aufruf zu mehr Vertrauen, dem würde ich mich auch anschließen. Camilla, du bist die Letzte jetzt, die noch gefragt wird. Deine Reise, geht die mehr Richtung Malerei oder Richtung Film? Die geht schon Richtung Film natürlich. Ich denke, malen kann man dann, wenn man immer auf die Fördergelder wartet, damit man inzwischen nicht durchdreht, weil ich eigentlich eher ungeduldig bin und man braucht sehr viel Geduld und sehr lang atmen. Und ja, also ich denke auch, dass, ich habe das Gefühl, so wie beim Malen auch, dass eigentlich jeder Film eine gewisse Formsprache vorgibt so, und denke auch, dass wichtig ist, dass man nicht in Schubladen geschoben wird. Habe das Gefühl jetzt bei unserem Film, dass wahrscheinlich eher das Gefühl ist, dass die Leute sagen, in welches soll man es überhaupt reinschieben, aber wir werden sehen, das ist jetzt gerade erst alles am Anfang so. Ja, also ich glaube, der Film davor, der war viel überhöhter, da dachte ich mir nicht, lieber realistischer, weil Kunst ist eh schon so überhöht, also ich denke auch, jedes Thema bringt was für sich und dann am besten neu denken und versuchen, frei zu bleiben. Und genau, und bitte mehr Mut an uns alle. Ich freue mich sehr, dass ihr diesen Mut gehabt habt, diese Filme so zu realisieren, wie ihr sie gemacht habt, und dass wir eure Weltpremieren hier feiern durften. Großen Applaus. Jan-Hendrik Löbers, Janis-Alexander Kiefer und Camilla Guttner. Dankeschön. Und gehen Sie noch in die Filme. Sie laufen alle noch hier beim Filmfest. Ja, danke dir. Danke, Ulf.